Wieso sitzt du? Tue ich nicht mehr. Wieso saß ich? Das war so eine Geschichte, wo ich gedacht habe aus dem, aber wenn der Satz mit ich dachte anfängt, hat meine Oma mal gesagt, ist schon verkehrt. ich habe viel Crossover in der Zeit gespielt und habe dann 2,5 Stunden auf der Bühne verbracht. Dann habe ich oft gestanden und ab und zu mich natürlich hingesetzt, wenn was passiert ist, wo ich nicht so involviert war. Und auch bei den langsamen Sätzen. Es ist ja auch manchmal bequem. Du übst ja nicht auch nur im Stehen, sondern manchmal setzt man sich hin und übt. Mhm. Es war abwechslungsreich und bei dem Konzert habe ich ja nicht nur im Sitzen gespielt, sondern ich habe auch mal mich für die ein oder andere Stelle, gerade im dritten Satz, natürlich aufgestanden. Aber es klingt doch besser, wenn man steht, oder? Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, deswegen mache ich es ja jetzt nicht mehr. Weil die Idee es war ist ja total, die Idee war eigentlich so von der Entspanntheit zu spielen, auch mal einen zweiten Satz im Sitzen. Klar, nimmst du dir vielleicht ein paar Prozente im Sound. Ich habe mich aber sehr wohl gefühlt mit dem Sitzen. Im Nachhinein betrachtet, gerade bei dem großen Violinkonzert, ich habe es ja jetzt gerade wieder gespielt und ohne Stuhl. Beeinflusst dich, jetzt rückblickend, beeinflusst dein Crossover in deiner Interpretation von klassischen Violinkonzerten? Ich würde mal wirklich sagen, nein. Ich glaube, dass man natürlich durch das Crossover was sehr positiv ist, einen wunderbaren Puls auch lernt, weil gerade bei Pop und Rock dieses Stückchen hinter dem Rhythmus zu bleiben. Du weißt selber, gerade bei Mozart oder Beethoven, wie ganz, ganz viele Geiger immer nach vorne drücken mit dem Tempo. Ne? Das ist ja schon fast eine Art klassische Krankheit, dass man, wenn man schnelle Noten sieht, dass man immer versucht, schneller zu spielen. Und so eine gewisse Ruhe zu haben, gerade bei einem Mozart-Violinkonzert, so einen Puls auch zu fühlen, das hat mir viel geholfen bei Crossover-Musik, das dann wiederum auch in die klassische Musik einzubeziehen, dass man so ein Stück weit, 100stel Millisekunde hinter dem Orchester mit den Stellen ist. Wenn du zurückkehrst zu klassischem Repertoire, wieso wählst du ausgerechnet dann Brahms oder Tschaikowski? Weil das natürlich Komponisten sind, die ich sehr schätze, die natürlich auch eine gewisse Popularität haben. Das muss man fairerweise auch sagen. Wenn ich jetzt natürlich mit dem Crossover-Programm unterwegs bin und ich habe die nächste anstehende Klassik-Tour, möchte ich natürlich auch ein Stück weit, dass die jungen Menschen, die halt wirklich zu Crossover kommen, auch ein Stück weit, die etwas vielleicht auch schon lesen, was ansatzweise vielleicht Interesse auch weckt oder den Namen habe ich schon mal gehört. Und bei Penderecki oder Schnittke oder irgendwas anderem, Exotischem, wird es vielleicht etwas schwieriger. Also ich will da natürlich auch klar eine Brücke zur Musik schlagen. Funktioniert das? Ja. Hast du wirklich den Eindruck, dass die Leute dann in dein klassisches Konzert... Ja, ich weiß das sogar, dass das passiert. Insofern muss nicht nur ein Eindruck sein. Also ich habe durchschnittlich wirklich ganz, ganz viele junge Menschen bei Klassikkonzerten. Und ganz, ganz viele junge Menschen, die sagen, ich habe wegen dir viel Klassik gehört, ich habe sogar ein Instrument angefangen. Mhm. Bestimmt Hunderte, wenn nicht Tausende kleinen Mädchen haben wegen mir angefangen, die Geige zu spielen. Das glaube ich auch schon. Ja. Aber haben die dann als Vorbild sozusagen den Rockstar oder haben Sie als Vorbild denjenigen, der auf die Bühne geht und sich darüber Gedanken macht, wie phrasiere ich das bei Beethoven? Das ist am Anfang, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, mit 4 Jahren oder 5 Jahren, wenn du anfängst, hast du ja auch nicht überlegt, wie phrasiere ich Beethoven. Da hast du erst mal gesagt, das hört sich gut an oder habe ich Spaß dran. Und also man kann ja nicht ein Instrument erlernen in den ersten 2 Jahren und an Interpretation denken. Da gibt es ja erst mal andere Sachen. Das einigermaßen sich gut anhören, dass man seinen Ton irgendwie ertragen kann. Das mit Phrasierung, das hat natürlich Zeit. Aber ein Instrument anzufangen, das muss immer mit Spaß sein. Das glaube ich zumindest dran. Also, und ich sollte es wissen, weil bei mir war es nicht unbedingt immer Spaß. Aber du bist doch bei der Geige geblieben. Ich bin bei der Geige geblieben, habe natürlich so ein paar Veränderungen auch in meinem Leben gemacht, weil ich einfach Bock und Lust drauf hatte und ich vielleicht auch sehr, sehr früh sehr, sehr viel gemacht habe in dieser klassischen Welt und mich da vielleicht auch ein bisschen eingeengt gefühlt habe. Mhm. Warst du auch du hattest ja eine wahnsinnig große Karriere bis so 17, 18. Ja. Und dann verschwandest du so ein bisschen für 5, 6 Jahre und dann bist du so wieder gekommen aus New York, so frisch. Ja. Und warst du ein Stück auch beleidigt, dass du die klassische Musikwelt erstmal verlassen
verlassen hast oder verlassen musstest? Warst du böse oder warst du genervt von diesem eingeengten Prinzip und froh, zurückzukommen? Nein, ich muss da ganz ehrlich sagen, Julia, ich habe da echt ein bisschen auch mit mir kämpfen müssen. Noch so. Das ist so ein Alter, 16, 17, 18, wo man halt auch vielleicht nicht mehr so eng mit dem Lehrer zusammenarbeitet, wo man auch selber sich finden muss musikalisch. Wie ist dein Vibrato? Was ist wirklich so den Sound, den du haben möchtest? Nicht, was ist der Sound, den du von Oystrak geil findest oder von Haifetz oder von Mielstern oder Perman, Zuckermann, wie sie alle heißen mögen. Das ist wirklich eine Zeit, wo entweder findet man einen Ton, der dich irgendwie speziell macht als Musiker, oder du wirst ewig einen Sound haben, der toll, also wenn du hochtalentiert bist, der toll ist, aber den man nicht unterscheiden kann. Und das ist auch musikalisch gesehen, ist das eine wahnsinnig schwierige Zeit, denn du hast nicht mehr jemand, der sagt, spiel das jetzt so, dann gibt's ja die meisten Lehrer, die spielen das mal kurz vor, und wenn du talentiert bist, dann kannst du es einigermaßen so nachspielen. Und ich meine auch, in der Zeit war natürlich so einiges bei mir auch geigerisch, verhaltungsmäßig im Argen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ich hatte nicht viele Lehrer gehabt, die halt auch gerade, da ich sehr schnell gewachsen bin, kontrolliert haben. Bogenhaltung war bei mir, ich weiß nicht, ob das damals noch so war, aber es war halt alles ich irgendwie so. Ich fand die gut. Fandst du gut? Naja, ich habe das halt ein bisschen nach unten nehmen müssen. Es war alles sehr, sehr nach oben, auch hier Schulter. Mhm. War immer noch oben gezogen. Ich habe dann auch echt Probleme mit der Halswirbelsäule auch bekommen. Und dadurch natürlich auch hier Verkrampfungen drin. Und damals hatte ich das, ich weiß nicht, ob ich drüber gesprochen habe. Ja. Ist ja so eine Geschichte, wenn es einem nicht gut geht, versucht man es normalerweise nicht jedem aufs Auge zu drücken. Aber das war schon eine schwierige Zeit auch für mich physisch. Und deswegen war die Auszeit auch schon alleine vom Körper her ziemlich wichtig.